Willkommen bei der Simple Show. Heute geht es um das Thema Psychosomatik bzw. die Diagnose Psychosomatik. Beginnen wir gleich. Kannst du uns kurz erklären, was bedeutet das, eine Diagnose Psychosomatik? Wir bezeichnen eine Krankheit als psychosomatisch, wenn wir keine körperlichen Ursachen gefunden haben. Das ist relativ häufig. Ja? Wir untersuchen einen Menschen und finden einfach nichts, was seine Symptome erklärt. Und dann gehen wir davon aus, es ist psychosomatisch. Das bedeutet, dass diese Symptome vom Nervensystem ausgelöst werden. Eine Nervosität, die zum Beispiel Durchfall verursacht oder Kopfschmerzen. Man muss aber sicher sein, dass wirklich keine organische Krankheit vorliegt. Sind die zwei häufigsten Kopfweh und Durchfall, sind das so die beiden häufigsten Probleme? Ja, es gibt natürlich schon noch deutlich mehr, also Verdauungsstörungen, Übelkeit nach dem Essen, Kopfschmerzen. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein, also bis extrem. Ich habe schon das Extremste, was ich je gesehen habe, war eine Armlähmung, die rein psychosomatisch war. Okay, tauchen wir mal ein. Also einen konkreten Fall. Jemand, sagen wir Mitte 20, viel Kopfweh, schon über ein, zwei Jahre, viel Kopfweh. Und man hat schon alles versucht. Also man hat MRIs gemacht, man hat CTs gemacht, schon Schlaflabore gemacht, logisch Kopfweh, Müdigkeit, Schlafprobleme, das hängt zusammen. Und jetzt, nach zwei Jahren, ist diese Person komplett am Anschlag und weiß nicht mehr, wie weiter. Und jetzt kommt die Diagnose, ja, wir finden nichts. Das ist sicher psychosomatisch, Diagnose psychosomatisch. Jetzt kommt diese Person zu dir in die Praxis. Wie gehst du davor? Was tust du in diesem Fall? Wenn dieser Patient zu mir käme, das Erste, ich würde nochmals sehr genau hinhören und ihn erzählen lassen, was wirklich die Beschwerden sind. Und das Zweite ist, ich muss absolut sicher sein, dass alles Organische ausgeschlossen ist. Also diese Befunde würde ich anschauen, weil ich darf nichts übersehen, oder? Bei chronischem Kopfweh, ich darf nicht einen Hirntumor übersehen. Also ich muss ganz sicher sein, dass das Organische alles ausgeschlossen ist. Jetzt geht es weiter. Bei ihm würde ich in die Biologie hineingehen. Schau mal, wie sieht es aus mit deinen Mineralstoffen, den Spurenelementen, die Vitamine mal messen, die Aminosäuren einmal messen, vielleicht die Fettsäuren messen, den Omega-3-Index messen und so weiter. Also wir haben hier noch viele Möglichkeiten, weil unser Körper ist ja ein biologisches Gebilde, oder? Und wir müssen anschauen, was funktioniert nicht in den Zellen biologisch. Nicht nur, wo ist ein Tumor oder wo ist eine Krankheit, sondern die Gesundheit spielt sich ab in den einzelnen Zellen. Und da kann man labormäßig noch einiges herausholen. Also das sind Mikronährstoffanalysen. Also du beginnst mit einer Mikronährstoffanalyse, ja. Die genannten Themen mal anschauen. Genau. Okay, jetzt findest du was und dann behandelst du mit Nahrungsmittelergänzung oder wie gehst du vor? Ja, wenn ich jetzt da sehe, dass jemand krasse Mängel hat an Vitamin D und Magnesium oder was immer als Beispiel, dann ersetze ich ihm das natürlich. Der braucht keine Medikamente, der braucht den Ersatz für diese biologischen Stoffe, die ihm fehlen. Okay, und wie kann ich jetzt zum Beispiel ein extrem starkes Kopfweh über lange Zeit verbinden mit zum Beispiel einem Omega-3-Mangel? Oder vielleicht andere Sachen. Also für mich ist das so ein bisschen so, wirklich? Ja, das, weißt du, so einfach ist es natürlich nicht. Also wenn jemand so schwer krank war und jetzt finde ich einen Mangel, also da wäre ich jetzt auch vorsichtig, ob dieser eine Mangel dann das auslöst. Also ich, in diesem Fall jetzt würde ich noch weitergehen. Da würde ich auch die Hormone anschauen. Das wird auch fast nie gemacht. Zum Beispiel ein Mangel an Progesteron oder Testosteron hat ernsthafte Folgen für das Gehirn. Also wir haben soweit Mikronährstoffanalyse, wir haben jetzt Hormonanalyse. Ja. Was noch? Wenn bei Müdigkeit, unerklärbare Müdigkeit, müssen wir die mitochondriale Funktion anschauen. Auch etwas, das kaum jemand macht oder kennt. Die Energie wird in den Zellen hergestellt. Jede einzelne Körperzelle enthält Tausende von Mitochondrien. Dort drin findet der Stoffwechsel statt. Und das Endergebnis ist die Energie. Und ob diese Mitochondrien normal funktionieren oder beschädigt sind, das kann man messen.
Das heißt bioidentischer Gesundheitsindex. Okay. Ist messbar. Und wenn der zu tief ist, weiß ich, da liegt ein mitochondrialer Schaden vor. Und den behandeln wir natürlich auch wieder mit den entsprechenden Mikronährstoffen, die es braucht, um die Energie zu verbessern. Okay, und ist dieses Vorgehen jetzt von Mikronährstoffanalyse, Hormone und dem Mitochondrienindex, hast du gesagt? Mitochondrialer Index? Nein, die mitochondriale Schwäche versuchen wir herauszufinden. Der Index heißt bioenergetischer Index. Bioenergetischer Index, okay. Also mit diesen drei Messungen gilt das für jetzt spezifisch auf Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafprobleme, also ich sage jetzt mal so the brain functions, oder betrifft das allgemein Leute, die Diagnose haben, psychosomatisch? Nein, das gilt nicht für alle, oder? Also diesen bioenergetischen Index, den messen wir nur bei extremer Müdigkeit. Das sind nicht alle, oder? Bei Kopfschmerzen, da ist klar, ist der Fokus auf den Kopf. Oder? Aber auch dort natürlich, haben diese Hirnzellen genügend Energie, das spielt schon auch eine Rolle. Aber das sind auch nicht so einfache oder ganz günstige Untersuchungen, also die muss ich schon gezielt einsetzen. Aber wenn ich nicht weiterkomme, wie in einem solchen Fall, dann bleibt nichts anderes übrig, das müssen wir genau anschauen. Okay. Hast du Patienten-Stories, wo sowas eben du durchgezogen hast? Wie geht es denen? Wirkt das? Wie lange dauert das, bis man da auch Ergebnisse sieht? Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Die besten Stories, nehmen wir einen Long-Covid-Patienten, oder? Einer der besten, den wir hatten, da gaben wir diese wichtigen Mikronährstoffe zusammen mit IHHT. Nach 3 Wochen hat er wieder Teilzeit gearbeitet und war vorher ein Jahr lang erschöpft. Okay. Das ist eine Top-Story. Es gibt natürlich auch die anderen, oder, wo die ganze Behandlung 6 Monate dauert und man fast nicht vom Fleck kommt. Aber hier reden wir nicht von Psychosomatik, hier reden wir von ernsthaften Energiemangelzuständen. Also eben so jemand mit enormen Kopfschmerzen zum Beispiel, das könnte sein, dass der jetzt einfach mal 6 Monate lang sich wieder aufbauen muss, dass da die Nervenzellen, Mitochondrien und so weiter, dass das wieder gut funktioniert. Das kann wirklich schon dauern. Ja, meistens. Also eben Schmerzzustände ist ein bisschen anders. Müdigkeitszustände müssen wir in den Vordergrund nehmen. Dort brauchen wir einfach viel Zeit. Auch wenn ich dem Patienten alles gebe, was er braucht, es dauert manchmal Monate. Ich habe jetzt gerade einen jungen 18-Jährigen, einfach schon ein Jahr, oder? Kann nicht mehr zur Schule, ist einfach erschöpft. Und wir haben schon alles gemacht, was wir können, und es wird nur so viel besser. Also es gibt wirklich Fälle, wo auch wir fast verzweifeln. Mhm. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Der hat sein Leben vor sich. Oder? Und das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem von der Diagnose. Also jetzt eben in extremen Fällen, wo man einfach nichts findet, eben zum Beispiel jetzt diese Person mit den Kopfschmerzen, die Hoffnungslosigkeit, die dann eben auch mitschwingt, wenn du am Ende einfach dastehst und das heißt, ja, wir können nichts tun. Das ist einfach was in dir und du musst das selber hinkriegen. Das scheint schon ziemlich hoffnungslos. Also da ist sicher, den Leuten wieder eine Hoffnung geben, ist ein großer Teil auch von der Behandlung. Absolut. Und eben, ich gebe nicht so schnell auf. Also für mich, jemand als psychosomatisch zu bezeichnen, das mache ich sehr ungern. Okay, dann machen wir da mal einen Punkt. Das war's zum Thema Diagnose psychosomatisch. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss.